Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Jo, wir haben da die zwei Unix in den nächsten zwei Levels und drei Levels. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen füllen hier bis zum Boss und dann machen wir die drei Missionen. Sehr gut. Jo, mit dem Bild geht es ziemlich gut bergauf. Ja, also es ist. Der Beat macht viel Fortschritte, es ist ein bisschen einfacher. Ja, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen ein zu OP-er Bild. Ich hoffe es jetzt nicht unbedingt, dass wir da mega weit kommen in Corruption schon direkt. Ja, wir werden wahrscheinlich sehr viel Leben und so brauchen, Resistenzen. Werden wahrscheinlich auch relativ schwer zu sein. Ja. Ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Und ja. Dass wir noch gut andere Charakterklassen dann auch wieder zeigen können. Jetzt momentan denke ich wirklich, wir werden lange an diesem Bild ein bisschen hängen, weil Emma einfach gut spielt sich. Ich nicht so die, also nicht so die nervlichen Sachen spüre an diesem Bild. Und es tut einfach gut. Also, ist ein schöner Bild, oder? Wir machen fast nichts. Doch, wir machen schon ein bisschen herumtanzen und eine Fähigkeit einsetzen. Manchmal auch schreien. Ja, wir singen ein bisschen, komm. Wir singen ein bisschen. Einfach den Schrei einsetzen als Totem. Nichts machen. Es ist wirklich komplett broken. Naja, also, es ist ein Hack and Slay, oder? Also, ich hätte gerne anspruchsvollere Beats, aber... Wenn es halt nicht anders möglich ist, oder die Items halt einfach zu selten sind und so, der Fortschritt sinkt und man lieber ein bisschen Builds anschaut allgemein, hofft, dass man einfach jo, mit neuen Charakter dann wieder bessere Items findet und so weiter. Ja, ist es klar, hat man auch nicht so viel Lust auf einen mega komplizierten Build, der fast nicht weiterkommt, weil er einfach zu heftig kassiert oder schlecht austeilt. Und vor allem das schlecht austeilen hat mich jetzt schon ein bisschen genervt mit manchen Beats. Wir haben jetzt zwar nicht gar nicht so viel angeschaut, aber die Beats haben mir schon ziemlich gelangweilt oder so. Also zwar ist dieser Beat jetzt auch nicht gerade der spannendste, aber sieht cool aus, er spielt sich gut. Ja, es ist schon sehr ein toller Beat von der Motivation her. So, jetzt das letzte Level ohne Unique. Also das letzte Level in nächster Zeit. Einfach das nächste Level und das übernächste Level haben wir ein Item. Sehr gut. Jo, dann gehen wir mal hier hin. Jo, da unten geht es ja sowieso nicht mehr weiter, nur eins. Gut. Ja, ich sammle ja manchmal wirklich die Geld-Echos, ist glaube ich gewesen, oder? Also gar nicht so gemerkt. Oder Erfahrungs-Echos wirklich ein, die in den her sind. Vor allem auch, wenn ich schlechte Modifikatoren habe, die halt zu viel Schaden machen und so. Ja, habe ich das gerne, wenn ich manchmal einfach irgendwo in eine Sackgasse laufe, um einfach ein paar Belohnungen einzusammeln, die sonst nicht da wären oder so. So, da hat der Gürtel. Ja, ich müsste eigentlich mehr von denen sammeln. Nee, es ist zu wenig Resistenzen. Aber so Kombinations-Items oder mit Resistenzen, mit ein bisschen Schaden und so. Wenn manchmal auch nicht schlecht, aber ja, ich bräuchte sie so selten, dann nehme ich sie lieber auch nicht mit. Und vielleicht droppen sie auch viel besser sonst. Das ist meistens ja so ziemlich schlecht, habe ich so das Gefühl. Also Resistenzen hätte ich echt gerne mehr. Ich probiere mal, wenn ich weiß, dass es hier nicht so ein guter Boni gibt und so weiter. Mal ein bisschen probieren, gell. Ja, der Schaden ist immens schon. Aber mit den zwei Unix dann, oh Gott. Ich weiß es nicht. Genau, das ist der mit dem Trank. Wieso machst du in diesem einen Monolithen immer
Es kommt halt immer der gleiche Mist. Weil es einfach hier auch am interessantesten finde, scheinbar nicht wegen dem Item. Sondern einfach ein bisschen kloppen mit seinem zähen Magge. Schon Spaß. Manchmal muss es halt einfach nur wegen Kämpfen sein, oder? Nicht wegen den Items, wegen dem Loot, sondern einfach wegen Lust. Aber es ist wirklich so, es macht wirklich nicht so viel Spaß, dass ich sagen kann, ich würde jetzt jeden Magier besiegen. Hat schon jemand gefragt, wieso ich die nicht mache, aber ja, wenn man es nicht braucht, oder? Da muss man sie nicht machen. Es ist immer auch bei den Pass of Exile so, oder wegen den vielen Seasons, beziehungsweise liegen dort, ist es immer so der Fall, man macht diese Sachen auch gar nicht so oft. Und das auch. Also für mich ist es einfach eine Liga gewesen, ein Liga-Content, der wirklich jetzt gar nicht mal so gut ist, außer es droppt halt gut, aber der Schein war ja nicht dieses Feature. Ich hätte gerne so ein Delphien. Oder ein Heist, genau, ein Heist, oder? Damit man da noch ein bisschen nachdenken muss, ein paar Schalter oder ein paar, ja, besondere Sachen machen muss oder aufpassen muss, in gewissen Räumen fallen. So Sachen hätte ich gerne noch dabei. Also für mich wäre ein optimales Hack and Slay so, dass Heist eines der Grundcontents wäre. Aber nicht in Heist-Form, also nicht mit Tresoren, mit Schätzen. Also schon mit Schätzen, aber eher so in einem Dungeon-Feeling. Nicht in einer Bank oder in einem Geheimsteck von den Dieben oder so. Das eher nicht. Oder nur wenige. Also das, ja, wenn ihr da eine Stadt habt, eine Open World oder so, dann wollt ihr ja nicht in jeder Gasse dann ein Diebesversteck haben. Mit Schätzen. Sowieso. Hack and Slay sind ja eigentlich immer top-down mit Maus und so Sachen. Ich hätte gerne mal ein Hack and Slay, das halt eher so ein bisschen wie es der Steuerung wäre. Und ja, von Schulterblick am besten. Oder ja, Ego-Sicht wäre eigentlich optimal. So eine Art, jo. Was wäre das Beste? Ja, eigentlich wirklich so ein Ego. Ja, eben, es ist kein Shooter da. Es ist eigentlich ein Assassin's Creed. Dann ähnliches Spiel. Und einfach mehr, viel mehr Geschnetzel, vor allem gegen Dämonen und nicht nur gegen Menschen. Das hat mich manchmal ein Assassin's Creed. Ich liebte zum Beispiel Black Flag. Und Assassin's Creed Black Flag war mir einfach zu langweilig, weil man ständig auf dem Boot saß, gewartet hat. Genauso, ich liebe Piraten. Aber ich kann keine Piratenspiele spielen. Ich bin schon in Minecraft auf dem kleinen Boot, bin ich gelangweilt. Also eigentlich würde ich weniger gelangweilt auf einem riesen Piratenschiff sein, natürlich. Das ist ja schwer umzusetzen. Das hat vielleicht Lost Ark kurz, glaube ich, irgendwann oder längere Zeit drin. Aber da bin ich ja eher nicht so der Fan, weil es aber mega asiatisch ist und so. Viel zu viel Grinding. Jo, so Sachen. Lost Ark. Wie geht es Lost Ark mittlerweile? Und sich das auch mal wieder zu spielen? Also ich eben habe mich ein bisschen damals gestört, so lange Zwischensequenzen und so viele Spieler auch immer daneben zu haben, die mitkämpfen und so. Es ist halt zu viel MMORPG und zu wenig Hack and Slay gewesen. Und die Fähigkeiten waren alle so, jo, ja gut, die kurz zu haben oder so, aber ich habe mich satt gesehen. Ich weiß es nicht, also Lost Ark hat mir damals im Livestream echt nicht gefallen. Und auch bei einem Nachtest, Nachspielen, habe ich da auch nicht den Charakter, glaube ich, Bart oder so etwas. Irgendwas, einen Musikanten gespielt, eine Frau, also so eine kleine Lady. Und so Musik ging mir auch eher auf den Keks. Es ist schon cool, so mittelalterliche Hafenmusik zu haben, aber ich meine, ja, ich bin noch ein bisschen zu empfindlich gegenüber Instrumente.
Außer so in Extrem und so, die haben auch manchmal Hafenmusik. Also Harfe dabei einfach. Und das finde ich noch schön, dass die Harfe eher so. Und nicht. Oder zu wenigstens ein bisschen höher. Ein bisschen intensiver. Also ping, ping, ping. Und ja. Aber Harfe ist schon ein schönes Instrument. Es, je nachdem hört sich es halt wirklich ein bisschen zu steil hoch an und so weiter. Zu eintönig. Das muss man halt können. So, wir haben wieder ein schönes Level, das extremst performance-unfreundlich ist. Dankeschön. Das ist nur kurz jetzt gewesen. Ja. Muss echt einen PC leisten können. Also auch, also nicht unbedingt wegen, weil mein PC nicht gut ist, der ist gut, aber weil es halt einfach schlecht RAM, schlechte Kühlung drin ist und alles, wenn ich einfach komplett einen neuen PC habe oder einen zusammenstellen, oder wenn ich einfach mehr Beratung hätte oder so. Ich extra irgendwo nach Deutschland und da gibt es viel bessere Berater. Und sie kosten viel weniger da, die Informatiker. Jo. So. Weiter haben wir da schon mal einfrieren. Also es sollte eigentlich einfrieren sein, weil ja die Giftchance von den Minions sehr hoch geht. Aber es macht weniger Schaden, Giftschaden. Also es wird umgewandelt, aber das wird nicht negiert wahrscheinlich. Das heißt, es wird nicht. Der Giftschaden wird nicht reduziert auf Freeze, weil Freeze ja auch keinen Schaden macht, sondern Freeze-Stacks. Und deshalb wird der Bild wahrscheinlich schon ziemlich safer, damit ja, wir natürlich auch ziemlich weit kommen. Und jo, wir haben fast nichts negativ, dafür haben wir auch nicht ganz so viele positive Sachen, weil manche Sachen vom Amulett einfach aufgehoben werden. Wie zum Beispiel eben der Giftschaden. Dass wir mehr Giftschaden machen oder weniger Giftschaden. Ja, wir machen erhöhte Giftschaden, das wird aufgehoben. Ja, wir machen schon Giftschaden. Aber nicht mit den Ranken, oder? Mit selber machen Giftschaden, der wird erhöht. Ja, vielleicht von Engangling Roots, von diesem verstrickten Wurzel. Also ich finde, dieses Monolithen hat die schlechtesten Levels, auch weil sie so gigantisch groß sind und performance-unfreundlich. Okay, physische Schaden und Minion Damage, ich weiß es nicht. Aber vor allem die Resistenzen. Ui, schön. Also effektvoll ist ja der Bild ja extremste. Und dieses Freeze-Zeug, das sieht so mega schön aus. Ah, jetzt muss ich gerade mal nachdenken, in welchem Spiel war es? War es in Wolzen? Ich habe ja ein Wolzen-Let's Play gestartet von einem Game, das wirklich wahrscheinlich fast gar nicht mehr gespielt wird. Aber ja, immerhin ein bisschen Hack and Slay, ein anderes Hack and Slay spielen. Und es hat schon sehr viel Spaß gemacht und ja, es war dort. Man hatte einfach auf der Kamera noch ein bisschen Kälteeffekt wegen der Kälte ganz am Anfang. Das sah richtig cool aus. Also Wolzen von der Schönheit, das ist wirklich sehr schönes Game. Ja, ist ja auch Last of Bock. Das ist natürlich noch eine große Nummer größer. Ja, jo. Also Wolzen ist, denke ich, Unreal Engine wahrscheinlich. Was ist Last Epoch? Unity Engine, glaube ich. Man merkt schon, dass das Performance unfreundlich ist. Okay, ein Zauberstab. Ja, Elementarschaden ist auch nicht so schlimm. Wir könnten den Boss aber dann auch machen.
Ja, ich würde zuerst den Boss machen. Ich habe, glaube ich, beim vorherigen Echo, beim ersten Monolithen, meine ich, da auch noch etwas, was ich farmen möchte. Das können wir also kurz dann auch noch machen. Und im nächsten Part eher. Knapp haben wir das Level. So. Jo, die Missionen hier sind ziemlich easy. Die waren mal schwer, oder? Nicht so zäh war. Vor allem am Anfang ist man schon sehr, ja, squishy. Immer dieses Duell riss, ich schaue es mir immer so lange an, um einfach zu verstehen. Nein, ich brauche nicht so viele Duo-Risses, wenn sie so schwach sind oder einfach nicht die zwei richtigen Elemente zusammen sind. Lieber nicht. Beim Elementarien, sie hätte ich lieber alleine. Das brauche ich manchmal ein bisschen mehr. Und vor allem Giftresistenz muss noch dabei sein. Man kann eben nicht alles aufsammeln und lagern. Geht nicht. So schlechte Grund. Blockchance vom Schild. Dafür 5 dazu. Ja, bin nicht so viel. So, jetzt gleich. Vor dem Boss noch ein Level bekommen. Also ich mache jetzt den Boss, einfach weil ich weiß, es wird relativ leicht sein. Natürlich nicht mit dem Schwert. Das wäre ja dann wirklich nichts. Das könnte ich blind machen. So, also nochmal einen Punkt hier rein. So, jetzt habe ich ein paar Punkte verloren. Nein, schon wieder der Schaden. Ey. Unglaublich, wie einfach die falschen Punkte rausgeschossen werden. Da ist wenigstens nichts. Was ist hier los? Man sollte das auswählen können oder so. Ja, geht ja nicht. Hier ist, wo ist der Punkt hier? Hey. Ah, hier ist der Punkt gar nicht raus. Weil ist nur Brickengestalt, okay. Das heißt, entweder es levelt noch, aber es ist sehr langsam. Ich mache hier mal. Ich mache wahrscheinlich den Punkt hier einfach wieder raus. Damit es schneller geht wieder. So. Jetzt eben auf Level 18 geht es noch schnell. Jetzt müssen wir aber zuerst Level 70 oder so werden, damit noch der letzte kommt. Und deshalb muss ich den rausnehmen. Oder sonst bekommen wir den Punkt nicht wieder über. Ah ja, stimmt. Das Ding ist ja schlecht. Wie groß ist denn die Chance, zu einzufrieren? Sonst nehme ich das Amulett einfach gar nicht. Oder noch nicht. Ja, es ist schon ein bisschen speziell anders. Ja, gut. Also Wutprobleme haben wir irgendwie, aber ich weiß nicht wieso. Also doch schon wieso, ja, die Regeneration so groß ist. Ah, okay, ich muss manchmal die Fähigkeit einsetzen, wieso ich hier Wut bekomme. Muss ich jetzt auch nicht, gerade wegen der Passiven wahrscheinlich. Okay. Einfach nicht so viele Ranken casten und dann haben wir auch keine Probleme. Okay. Aber wirklich, es ist gar nicht mal so ein Update. Es ist gar nicht so heftigst OP, das Amulett. Weil einfach einfrieren gar noch nicht so wichtig ist, dass es immer noch nicht so gut skaliert. Mit doch diesen blöden einen Rankenring. Pfeilwut, Pfeil. Ja, es ist jetzt ein bisschen unplan. Gott, schon, wer hat hier so Schaden gemacht? Damit.
Es fühlt sich jetzt gar wieder sehr viel anders an. Aber ja, die Gegner sind ja auch ein bisschen OP. Also die einen, also von diesem großen, vogelartigen Metallwesen, die waren mal so extremst OP. Die wurden heftigst genervt, glaube ich. Da bin ich, glaube ich, ein paar Mal gestorben, ohne dass ich es direkt mitbekommen habe. Ja, toll. Also ich bin nicht so glücklich, das Amulett ist einfach viel zu gut gewesen. Habe ein bisschen mit ihm gespielt. Ja, der braucht auch ein bisschen Ranken, auch wenn er nicht besiegbar ist, wenn er nicht angriff. Auch nicht angreifbar ist. Habe ich auch öfters mal gemacht, wenn irgendwie ein Bosskampf oder so gerade nicht machbar ist oder so diese Wartezeiten sind wegen Rede oder so. Einfach mal die schon angreifen oder angreifen, obwohl es nichts bringt. Genau. So. Hallo. Guten Morgen. Was machen Sie hier so? Immer diese Vogelwesen. Es gibt nicht so viele Vogelwesen in Spielen. Ich kenne zum Beispiel nur die Ornis aus Zelda. Aus einem Hack'n'Slay, wo gibt's noch Vogelwesen? In Titan Quest wahrscheinlich irgendwo. Also es ist schon etwas Spezielles. Es sind für mich halt einfach Engel mit einem schöneren Skin. Also wo das Game noch sehr, sehr unbekannt für mich gewesen ist. Wenn ich erst angefangen habe, wo ich sie zuerst mal gesehen habe. Ich habe gedacht, es wären Engel. Und die haben damals, glaube ich, noch nicht so Feuer eingesetzt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was die ersten Wesen so gemacht haben. Es könnte am Blitz gewesen sein oder so. Und die wurden dann, glaube ich, mit Akt 6 oder so richtig eingeführt. Der war ja auch damals so relativ schlecht aussehend. Bisschen, ja, bisschen zu viel Kanal, zu wenig Details im Kanal. Der Kanal hat sich auch ziemlich. Was ist denn das gewesen? Waren das zwei Hits? What the fuck? Ich kann doch nicht so schnell ausweichen. Also es war wieder ein Tod, der einfach nur broken ist. Weil das Spiel einfach so, ja, denkt, es macht mal wieder 20 Mal mehr Schaden. Ja, Bosse sind einfach broken in diesem Game. Wie kann man so etwas überleben? Muss man gerade mal kurz schauen. 52, ja. Könnte es noch aufbauen, wenn ich nochmal sterbe. Aber ich bin so schnell aus diesem Angriff rausgegangen und es hat trotzdem ganz minimal nicht gereicht. Also die Abklingzeiten, oder? Das ist vor allem broken, meine ich. Und dann der Schaden von so wenig Abklingzeit. Ja. Okay, es geht auch irgendwie ein bisschen schneller diesmal. Machen wir mehr Schaden, ja? Ja, das Spiel hat noch ein bisschen manchmal Probleme. Aber hat fast jedes Wort gelöst. Jo, man muss einfach umgehen mit den Frustmomenten. Das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Ja, ich mach den Boss einfach wieder.
Aber es ist dennoch ein bisschen komisch, oder was? Wenn man stirbt wegen einem, weiß ich, Doppelschlag oder so von einem Zauber, dann ist das komisch, weil dann könnte ich locker aushalten. Aber ich glaube, ich habe es gesehen. Ja, ja. Ich wurde dreimal getroffen. Weil ich habe nur ein Drittel Schaden, ja, ein bisschen mehr als ein Drittel bekommen. Das ist so frech, hey. Seht ihr? Ich überlebe das locker. Was wurde denn, was habe ich denn noch kassiert? Ich sah nur noch die Ballisten, aber die machen ja nicht so viel Schaden. Hä? Was war das? Oh, der Arme kann es nicht verstehen. Ja, ich nehme das Schild. Ich brauche mehr Schilde. Gut. Da haben wir irgendwie so einen random Tod bekommen und keiner weiß. Wieso? Also, ich möchte das Level kurz machen, dann machen wir noch das andere. Also, ja, nein. Es ist jetzt schon wieder ja, knapp fertig. Schade. Aber gut. Wir sind noch nicht ganz so stark, also Zähfram. Ich tue jetzt, wenn ich einen Zugang zur Truhe habe nach dem Echo, auch kurz mal noch meine Feuerresistenz wahrscheinlich updaten. Auf dem Amulett haben wir gar keine Resistenz. Ah, Giftwiderstand, ja. Also wegen Giftwiderstand habe ich das Amulett gerne genommen. Ja, und die Gegner müssen zäher werden, damit ich wieder ein bisschen mehr Wut zwischendurch sammeln kann. Hä, wieso kann ich jetzt momentan keine Wut sammeln? Ist irgendwas jetzt gerade broken? Okay. Ja, ich muss aber genügend Ranken haben. Ja, kein Problem. Also das geht schon, aber es dauert halt immer wieder ein bisschen weniger Ranken zu beschwören und so. Was ist, wenn ich den einsetze? Komm, ja, warte, okay. Soll ich wieder wechseln, das Amulett? Ich warte jetzt, bis das Schwert tragbar ist und dann wechsle ich. Ja, ich kann nichts machen. Wenn man sparen muss, macht es weniger Spaß. Ja, zwischendurch einfach die Abklingzeit wieder abwarten. Man kann ja eigentlich die ganze Zeit herumhüpfen noch. Zwischendurch. So. Ah, jetzt gibt es wieder sehr viel Wut. Also es ist so ein bisschen, ja, einfach wegen der Wutkosten halt ein bisschen blöd. Dann einfach die Fähigkeiten ein bisschen wechseln. Ein bisschen mehr wechseln, dann geht's schon ziemlich gut. So.
Oder einfach mehr Gegner haben. Da waren jetzt nicht so viele Gegner. Ja, endlich mehr HP. Also jetzt müssen einfach die Gegner wieder zäher sein. Ja, das Rädchen. Schön. Ich mag dieses Wasserrad. Aber tragen tue ich es wahrscheinlich nie, es ist zu schwer. Ja, manchmal kann ich dann gar nichts mehr machen. Ach, ich hasse das. Ich tue das mal weg hier. Ich war ja sowieso nicht dort. Ah, die wäre das anders. So. Okay, machen wir hier ein Ding nochmal. Zu schauen, was hier droppt. Ich glaube auch etwas Ähnliches mit Energy Sheet oder so. Aha, da hatte ich diese Fähigkeit. Ja. Ist echt manchmal doof. Also ich glaube, es ist besser, wirklich das andere Amulett zu tragen und dafür ein bisschen mehr Wut zu haben. Aber je nachdem, was die Ranken oder so machen, nicht wenig. Gut. Genau, das ist das, okay. Also ich habe ja gesagt, mit Schutz. Ja, Schutz. Ja, wenn ich mehrere Gegner treffe und so, dann wird's echt gut. Aber wenn man so einzelne Gegner hat, verliert man echt viel Wut. Ja, was will ich machen? Ich brauche ja dort dran. Ja, ist echt doof. Also da muss man wahrscheinlich sehr viel Wutreduktion, also Mana-Reduktion, ja. Oder hat einfach den Bild gar nicht getestet oder hat immer Wutprobleme. So, aber wir spielen nicht so, dass man ständig wartet und ständig schlägt. Ich will lieber schneller spielen. Und wenn ich wirklich Mühe habe, weil mir das Amulett irgendwie fehlt, zu wenig Einfrierchance habe beim Gegner, dann kann ich ja wieder wechseln. Aber ich finde es mit mehr Wut wirklich besser. So, und dafür habe ich auch wieder mehr Schaden. Gut. Dann gehen wir mal zum Schwert, weil wir haben ja ein Schwert und wir brauchen Exalted Schwerter. Und wir haben eine Arena. Muss ich mich eigentlich zurückverwandeln damit? Ich mache das jetzt zum ersten Mal, die Arena noch nicht so schwer ist. So. Wow, der Schaden. Du geh mal weg da, diese Schadenszone. Was? Wie besser zu spielen. Das Amulett können wir auch upgraden. Das ist ja auch ein Unique. Wir können zum Legendary upgraden und doch ein bisschen bessere Chancen auf wahrscheinlich. Ja. Breeze oder so abholen. Ich denke, er hat das wegen dem Giftresistenz vor allem getragen und nicht wegen der Freeze-Chance. Vielleicht geht es ja gar nicht um die Freeze-Chance, weil das irgendwie nicht wirkt. Oder weniger wirkt sogar. Vielleicht wirkt es ja trotzdem, wenn es ja umgewandelt wird oder so. Aber nein. Ja. Aber das genau gleiche ist mit diesem einen Judgment Gloves Unique. Hä? Wegen der Attunement trägt er diese Handschuhe. Das
Sonst gibt es ja gar nicht, was auf das wirkt. Und halt auf die Legendary-Eigenschaften, die drauf kommen können. Wahrscheinlich auch, aber das kann man doch random entscheiden, wo drauf die kommen. Ja, gibt sicher irgendwas Besseres, was so heißt. Also vor allem, also wie meine oder die Schaden 55%, ist das schon ziemlich gut. Dauert ein bisschen länger. Also die Freeze-Stacks sind ja heftigst. Ich schreibe nicht so viel. Momentan ja eine Arena, ich kann nicht lesen. Wunderbar. So schlechte Trips. Beides? Ich weiß jetzt nicht, was der große, dicke Ding im Moment. Wieso sollte man Ausrüstung verlieren? In einem Häppchen sind wir doch nicht. Ah, er meint wahrscheinlich wegen Diablo, weil man da immer Leichen bekommt. Okay. So, also, kurzer Test mit dem Schwert noch. Yay, wir haben das Schwert und gezogen wieder. Ja, Schaden ist schon sehr direkt. So einmal Ranken beschwören, sonst Gegner sind nämlich direkt tot. Schon ziemlich viel Stärke jetzt. Betäubung. Leeren Widerstand, das könnte ich auf einen Unique machen. Ja, zuerst natürlich mit einem LP anfangen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt. Man kann es immer nur einmal und dann Legendary kann man es nicht nochmals ein neuer Modificator, Exalted Modificator drauf tun. Ja, werden wir dann ein bisschen sehen. Was sich denn lohnt und was nicht. Gut, kann man ja ziemlich oft etwas finden, was LP hat. Dafür beim nächsten Mal nochmal besser machen. Immer schön lernen. Immer schön Erfahrnis sammeln. Die Erfahrenheit. Gute Erfahrenheit. Richtig toll. Schön, schön, der Bild. Also jetzt frieren wir mega ein. Also macht wahrscheinlich schon sehr viel Sinn, da den Ranken noch wirklich Cold Damage zu machen, damit die Gegner einfach eingefroren sind. Aber das Schwert macht ja nicht, dass wir mehr Wut erhalten. Das ist, ich weiß jetzt nicht, was ich alles. Oder gehen Mana Kosten auch auf anderes Kisses Judgment. Hey. Ich brauche dich los trotzdem, damit einfach die Wut nicht so sinkt. Ich weiß es nicht. Also das können wir am nächsten Part oder so ausprobieren, ob es irgendwas ausmacht, dass wir die Handschuhe tragen. Die können wir eigentlich schon sehr früh tragen, also sicher jetzt schon. Ich glaube, die sind ab Level 45 oder sogar 30 oder 20 sogar. Ich glaube, die sind sogar 24 ungefähr. Ich habe sie nur einmal getragen und ich bin nicht so interessiert für die. Eben, ja, Judgment ist halt schon ziemlich langsam. Ich habe lieber schnelle Skills, gell.
So, sehr gut. Komm zum Abschluss nochmal. Noch mal schönen Magie. Die armen Magier müssen doch befreit werden. Wo lange hast du nicht ausgehalten? Du Arme, hast doch kein gutes Item, Gittre. Ja, meine Regeneration wäre schon cool mit dem zusammen. Aber nö. Gut, dann haben wir hier nochmal das Schwert, brauche ich. Unterkühlung, ne. Schon ein bisschen Schaden, ne, mit Tarzan. Ne, ist ein Life Leech. Zweihand. Das ist ja eine Handschwert. Gut. Das dachte ich schon. Es gab in einem Game auch zwei Handschwerter mit so einem Breit. Einem Rosterbreit, aber das ist ein Zweihand. Ein Einhandschwert steht da oben. Und da ist es eigentlich auch ziemlich gut. Das ist ein richtiges Life-Leech-Blutschwert. Ja. Okay, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Jo, habt Spaß. Und ja, noch den Punkt rein. So, dann hier noch was. Werde ich, glaube ich, 8 von 8 machen. Tschüss.